Okay, Onkel, das Ökosystem Ubuntu. Onkel und Kubuntu erstmal. Kubuntu gab es, glaube ich, auch vorher schon, heute an diesem Tag. Wie auch immer so. Kubuntu ist eben halt das Ubuntu-Variante mit KDE als Oberfläche. Und hier ist ein Stück aus der Release-Veröffentlichung, das OnCloud 4 auch mit dabei ist. Also wie gerade gesagt, 4.07 oder 4.08 ist eben seine Server. Und auch der OnCloud-Client ist auch mit dabei. Uns wird auch aus der Ecke von Kubuntu halt sehr viel Sympathie eben entgegengebracht. Liegt auch darin, weil es freie Lösungen an eben solchen Cloud-Servern, ja, an denen mangelt es eben einfach. Ich weiß nicht, ob da großartig noch was da ist außer OnCloud. Und eben halt auch mit dem Client. Was auch noch interessant ist, ist zum Beispiel Blue Systems, die haben das Sponsorship für Kubuntu übernommen. Es war ja so, dass Canonical sich da zurückgezogen hat. Es gab ja Jonathan Riddle, der dafür bezahlt worden ist, Kubuntu zu machen, und das sollte halt woanders eingesetzt sein. Und eben diese Firma Blue Systems ist in die Bresche gesprungen und die hat jetzt quasi den Teil von Riddle übernommen, aber auch ein paar andere Leute wie Harald Sitter oder wie auch Martin Kressling. Was die machen, ist auch eine eigene Distribution zu feilen, die heißt Netrunner, und die basiert eben auf Kubuntu. Da wird auch eben ein Cloud-Dienst Fork konfiguriert, die nennen den Runners ID. Das sieht bei denen so aus, wie man hier sieht, ist ein anderes Logo, also OnCloud kann die anpassen halt, heißt bei denen Meyer OnCloud, und die haben halt eben dort auch einen Dienst davon in Benutzung. Und sie haben halt auch einen anderen Dienst, um das Ganze zu streamen auf Smartphone, dass man damit unterwegs Musik hören kann, aber die benutzen das zum Beispiel auch. Also dort ist es ein elementarer Bestandteil. Wenn wir aber weitergehen, dann stoßen wir zum Beispiel auch noch auf Juju. Juju ist auch ein Dienst von Canonical. Soweit ich weiß, ist es halt ein Werkzeug, mit dem man eben Server auf Software auf Servern automatisch ausspielen kann. Also auch auf unterschiedliche Anzahl von Servern, unterschiedlich skaliert, wie auch immer. Und es gibt sogenannte Juju-Charms. Das sind auch so eine Art Software-Objekte oder Software-Pakete. Und die über eine entsprechende Funktionalität verfügen, dass man so und so viele Instanzen von denen installiert. Und so einen Charme gibt es eben halt auch für OnCloud. Und das Interessante ist auch, dass der letzte, der wurde auch auf 4.5 aktualisiert, das wurde von George Castro gemacht, der auch bei Canonical arbeitet. Was uns zur nächsten Folie und eigentlich eine interessante Folie bringt, wie das Feld zwischen Ubuntu One und OnCloud ist, als ob es eine Konkurrenz da ist. Oder eher eine Koexistenz da ist. Das Gemeinsame von beiden ist, dass sie halt Dateien speichern. Also ich weiß nicht, inwieweit Ubuntu One auch nochmal da ist, aber ich denke, ich weiß nicht, ob die auch streamen können oder sowas, aber auf jeden Fall der zentrale Kernbestandteil war gleich. Allerdings, Ubuntu One ist nicht dafür konzipiert, irgendwo anders zu laufen, als wirklich nur bei Canonical selbst. Also es gibt eben dieses geflügelte Wort von Private Cloud, das heißt wirklich eine Cloud, die man selber betreibt. Das wird es mit Ubuntu nicht geben. Das ist halt ein zentraler Dienst von Canonical. Und die haben halt eben dafür auch eine ganz andere Zielgruppe als OnCloud. Ubuntu hat den Vorteil, dass sie in Unity halt sehr stark integriert sind. Und so ein bisschen den Nachteil, dass zum Beispiel andere Klienten, andere Systeme, da sind sie halt nicht wirklich freundlich gegenüber. Also es gab mal die Bestrebung, als Ubuntu veröffentlicht worden ist, einen Client zu machen für KDE. Aber das lief einfach nicht, weil auch sehr viel geändert worden ist, ohne was zu kommunizieren. Im Ende ist es im Sande verlaufen. Was weiterhin ist, OnCloud selbst kann für Canonical eigentlich von Interesse sein, wenn sie halt irgendwo mit ihren Kunden und mit ihren Partnern zusammenarbeiten. Stichwort hier Private Cloud, wenn das angeboten werden soll, was ja mit OnCloud nicht geht. Dann nochmal ein Hinweis oder ein Augenmerk, die OnCloud-Pakete sind in den Repositories drin. Also wenn Canonical das nicht wollte, hätten die einen Riegel vorgeschoben. Es gibt es halt woanders, aber die sind halt da. Also Canonical ist sehr gut damit. Und ein Zeichen, dass wirklich das Juju-Charme von den von Canonical-Mitarbeitern irgendwo aktualisiert worden ist, zeigt einfach, dass es in der Koexistenz oder künftig vielleicht auch nochmal darüber hinausgehend. So, über den Tellerrand hinaus sind eigentlich noch zwei Slides. Der eine, Gnome, der hätte vielleicht auch nochmal in die andere Sektion gepasst, aber für einen weiteren Slide sollte ich noch das Ding aufbauen. Es gab kürzlich am 8. Oktober einen Nachrichtenartikel, Gnome 3.8 soll OnCloud integrieren. Also das wird wohl kommen, da ist das Feature wichtig für uns. Ja, also, die haben da so ein Logo gemacht mit dem Gnome-Fuß mit drinnen.
obwohl OnCloud irgendwo die Wurzeln in KDE hat, ist halt trotzdem eine Webanwendung. Und nur eben interessant, weil es auch mal schon mal was Fertiges da ist. Und so sieht es aus, es ist, als ob es dort auch demnächst dann irgendwas Gutes oder was Integriertes mit da drin geben wird. Es gibt auch seit kurzem so ein User Data Manifest, also ein Manifest, mit dem man sich bestimmt, wie stehe ich zu den Daten oder welche Benutzerrechte, also welche Eigentumsrechte oder welche Rechte überhaupt, Grundrechte, sollen die Menschen eben über ihre eigenen Daten haben. Und da geht es halt um Punkte wie den Besitz von Daten, über den Verbleib von Daten, zur Bestimmung, zur Kontrolle etc. Das Ganze kann man sehen auf userdatamanifesto.org ohne Bindestrich oder sonst was dazwischen. Ja, auf diesem Manifest widmet man sich eben auch OnCloud. Also das kann man sich da mal angucken, durchlesen, das ist leider auf Englisch. Aber nochmal vielleicht nochmal ein interessanter Hinweis für euch. Insofern danke ich.